Willkommen bei Globus TV. Heute mit den Nachrichten des Tages. Das Gesetz Cannabis als Medizin ist durchgekommen. Es geschehen tatsächlich noch Wunder. Das haben wir sicherlich dem jungen Mann, der vorigen Montag auf dem Friedensplatz sich die Seele aus dem Leib geredet hat. Scheinbar wurde er endlich zugehört. Interessant ist nur, dass fast alle von diesem Gesetz wissen, aber raten Sie mal, wer scheinbar nichts davon weiß. Jawohl, die mit dem weißen Kittel. Die schauen scheinbar keine Nachrichten, Alter. Die haben kein Fernsehen mehr zu Hause, auch kein Internet, kein Facebook, gar nichts. Sie haben nur diese Medizinbibel oder was auch immer sie für ihre Einsätze benutzen. Jedenfalls weiß kaum ein Arzt von diesem Gesetz. Zumindest hier in Jena ist es so. Morgen werde ich das weiterhin prüfen. Weil sie sich informiert haben. Soweit Globus TV mit dem, ja, mit den Nachrichten des Tages. Oder gibt's noch andere Meldungen? Vielleicht ja, vielleicht das Botschaften neuerdings mit Boten gesendet werden. An Eru habe ich Folgendes mitzuteilen. Wenn Sie etwas zu sagen haben, sagen Sie es mir ins Gesicht. Benutzen Sie nicht dazu meine Schützlinge.
Wir müssen uns echt entspannen. Man weiß gar nicht mehr, wie man sich verhalten soll in dieser Stadt. Ein kleiner Schritt kann scheinbar tödlich sein. Jeder will dir hier was vorschreiben. Wo ist die Entspannung geblieben? Frag ich mich. Sogar mein Lachen ist fast draufgegangen. Dabei bin ich von Natur aus ein fröhlicher Mensch. Alter! Aber ich bin sprachlos einfach. Ich weiß nicht mehr, wie ich die Menschen ansprechen soll. Vielleicht hilft mir jemand dabei. Das wäre echt lieb. Dann könnte ich tatsächlich überleben. Die andere Variante ist natürlich aus der Stadt flüchten. Wenn die Stadt es so will, tue ich das. Aber bevor ich das tue, möchte ich alle die kleinen Dinge, die mir diese Stadt genommen hat, zurück. Dann sage ich bye bye. Jena City. Wir sehen uns im Himmel. Zu leistiger. Zu leistiger.